ging es letztens mental nicht so gut und deswegen bin ich in meinen Lieblingsstoffladen gegangen und habe dort erstmal Fat Money gespendet. Und Freunde, ich habe die wildesten Stoffe gefunden und wollte eigentlich direkt anfangen zu nähen, aber ihre Bitch ist krank geworden. Deswegen habt ihr auch die letzte Zeit so wenig von mir gehört, aber ich bin wieder back on track und ready, wieder ein bisschen Designerin zu spielen. Ich wollte schon immer eine Kuhjacke machen, weil ich Paula heiße. Also habe ich erstmal eine Skizze gemacht, konnte mich da nicht entscheiden. Und ihr fandet das dritte am hässlichsten, also dachte ich mir, mache ich doch einfach das. Weil ich halt eigentlich nur eine 18-jährige Schülerin bin und keine professionelle Designerin, habe ich sozusagen von der alten Jacke das Schnittmuster abgepaust und mir dann einfach noch irgendwelche anderen Schnittmusterteile gemacht, wo ich keine Ahnung hatte, ob die funktionieren werden. Aber ich hatte keine andere Wahl und deswegen habe ich es einfach ausgeschnitten. Dann habe ich diesen blauen Stoff genommen und angefangen, die ganzen Teile zusammenzunähen. Ja, und weil ihr immer denkt, ich mache keine Fehler, Sis, ich habe einfach den gleichen Fehler zweimal gemacht. Ja, ich finde, das muss man auch erstmal schaffen. Aber das Wichtigste ist, dass man dann nicht aufhört, sondern einfach weitermacht, Freunde. And that's what I did. Der Stoff hat dann auch einfach so fett gefusselt, dass ich dann erstmal nur schnell saugen musste. Und dann war es schon so spät, dass meine Eltern pennen gehen wollten und ich leider nicht weiternähen konnte. Aber das ist auf jeden Fall jetzt erstmal das Zwischenergebnis. Es sieht wenigstens schon ein bisschen aus wie eine Jacke und ich hoffe einfach mal, das ist jetzt kein kompletter Fail, meine Freunde.